08-15, um weitere 2 Stunden bekannt geben zu müssen. Die Stadt, ja? Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Darf ich rauchen, ja? Ja, stört mich nicht. Bitte schön. Ja, warten Sie auch schon so lange? Nee, ich stehe immer so auf. Also, wenn ich rauchen würde, würde ich jetzt auch rauchen. Warten Sie denn schon lange? Ja, seit heute früh um 5. Wo wollen Sie denn hin? Teneriffa. Hätte er beinahe laufen können, was? Ja. Taxibus Airlift gibt den Abflug seines Fluges 3711 bekannt. Die Passagiere werden gebeten, sich zum Ausgang A6 zu begeben. Das ist meiner. Na ja, dann müssen Sie los. Nee, die hatten heute schon 3 Verlegungen. Ja, ja, aber jetzt fliegt die Maschine. Ja, aber ich fliege nicht mit. Das heißt, Sie haben gebucht und fliegen nicht? Ich buche nicht und ich fliege nicht. Tja. Süd, bitte zum letzten Mal den Fluggast Schnupphauer zum Abflugschalter. Ich bin zwar nicht Schnupphauer, aber das ist auch meiner. Das ist Seniorentour nach Mallorca, wa? Alles inklusive inbegriffen. Ja, aber Sie sagten doch gerade, das andere wäre Ihr Flug. Ja, nun seid doch mal nicht nervös wegen Ihr bisschen Teneriffa, wa? Sehen Sie mal, ich hab hier noch ein Jumbo nach Rio, wa? Eine Billigcharter nach Irland. Und die Kleckermann-Erlebnisreise an die nordafrikanische Küste. Aber das kostet doch ein Vermögen. Nee, das kostet ja nichts. Im Gegenteil, davon lebe ich. Was? Das sind abgeflogene Flugscheine, wa? Die kann man sich leicht besorgen. Aber wozu? Na, ist das gleich mehr. Da sich der Abflug 00 Cäsar 3 nach Rio erneut um circa 4,5 Stunden verzögern wird, bitten wir alle Fluggäste, sich ins Flughafenrestaurant zu begeben. So. Wir servieren dort ein Abendessen. Ja. Jetzt geben wir erstmal was schnabulieren. Na hier, bei Rio, Rio, was schnabulieren geben wir? Ja, aber Sie wollen doch nicht mit mir, mit einem abgeflogenen Ticket, ins Restaurant zum Abendessen? Na, glauben Sie, die kicken in den großen Durcheinander da auf das Ticket, wa? Heute hatte ich schon auf den Billigcharter, hatte ich schon 2 Drinks, wa? Die hatten Motorschaden, das reicht meistens für einen doppelten Whisky. Fliehen würde ich mit so einer olle Kiste ja nie, aber saufen, wa? Und heute Morgen hatte ich schon einen Imbiss bei Kleckermann Erlebnis, wa? Und jetzt mit Rio, warten Sie mal, nehme ich ab 3 Stunden Verspätung, ja? Jetzt beim Jumbo, ja? Jetzt immer 4 Gänge, das ist sehr empfehlenswert. Nein, setz dich mal hin, warte doch mal. Sie wollen ja jetzt mit mir da rein und wenn jetzt aber wirklich jemand nach dem Ticket schaut? Naja, dann mache ich auf Blutzucker. Auf wen? Na, ich gebe den Erregten, wa? Sag, dass ich schon 68 Jahre alt bin, 4 Stunden warte, dass mir das so aufregt, dass mein Blutzuckerspiegel gesunken ist, wa? Hm. Und dass ich jetzt bald umfalle. Ja, aber was hat das da mit dem Blutzucker zu tun? Na, das weiß ich nicht. Aber die wissen das auch nicht, wa? Ist doch manchmal ist doch manche Tage doch ja nicht los, weil da kommt man höchstens ein paar Erfrischungsgetränke ran, wa? Und wenn ich dann richtig Hunger habe, dann mache ich auf Blutzucker, wa? Neulich war ich so ja in die VEP-Lunge. In der was? Lunge, VEP. Ach, VIP-Lounge. Nee, Lounge ist doch das, was sie heute Mittag auf ihre verspätete Fluglinie gekriegt haben. Nee, die VIP-Lunge ist der Club, wo die ganz reichen Leute alles umsonst kriegen, als ob sie ganz arm wären, wa? Da bin ich neulich vorbeigeschlendert, wa? Vor der Tür habe ich mal aufgestellt, wa? Hab gegen die Tür gedrückt, Office Young, bin reingeflogen, hab nur noch gestellt, Blutzucker. Na und?
Na und nicht. Da war einer, hat gesagt, gib doch mal den Ollen zu Hause, gib doch mal ein Glas Sekt. Der hat ja wahrscheinlich zu niedrigen Blutdruck, nicht? Neben mir hat der Dean Martin gesessen, ja? Der scheint überhaupt keinen Blutdruck zu haben, nachdem, was der alles gesoffen hat. Ja? Restaurant. Natürlich, das ist der Rio-Flug ist dort sehen, heute ist nicht los, da 36 Verspätung, wa? Da können wir uns doch mal richtig, Mann, neulich, ich sah ihn, der große Fluglotsenstreit, also das war ja die absolute Spitze für mich, durfte ich übernachten, ja, in den Flughafenhotel, absoluter Nobelschuppen, alles gratis Franco, nicht? Und am nächsten Morgen, Unwetter, totaler Nebel über den Atlantik, also, so viel habe ich in meinem Leben noch nie gefressen, wa? Ja, also gehen wir jetzt. Jetzt gehen wir nach Rio. Ah ja, der Herr haben Rio gebucht. Ja. Wenn Sie sich bitte ins Restaurant begeben wollen, wir hatten gerade eine Durchsage, es wird ein Abendessen serviert. Darf ich bitte mal schauen, Frau? No, Moment mal, was soll denn das? Mein Vater und ich warten seit Stunden auf den Flug nach Rio. Unsere Verwandten sitzen tagelang auf dem Flughafen von Rio herum. Unsere Farm ist verwaist. Die Kühe können nicht gemolken werden. Wir haben nicht drüben eine Farm. Und da kommen Sie und bieten uns ja ein lächerliches Abendessen an. Oh. Was hat er denn? Blutzucker, die Erregung, das ist immer ein 68. Er muss unbedingt was essen, wo ist das Restaurant? Restaurant, dort drüben. Warten Sie, ich gebe Ihnen hier zwei Essensbons. Ja. Ja, und was zu trinken. Ja. So, und dies wäre hier für ein Fläschchen Champagner. Nein, danke, ich trinke keinen Alkohol. Ja, aber ich hier. Ja, wenn Sie vielleicht Erfrischungsgetränke wollen, bitte sehr. Wollen wir. Ja. So, Vater, na, wie geht's? Leidlich. Ja, gut, danke schön. Das geht schon. Ich kenne das von ihm. Sind Sie sicher? Wir sind ganz sicher. Gut, na ja, ich danke dann, Ihnen sehr. Das drüben. Restaurant ist da. Doch, danke, ja. Danke, vielen Dank. Ja, ich hab weg. Und wie? Hörte mal, Sie sind ja ein Profi. Bloß meine Getränke, da hätten Sie mal beinahe meinen Champagner versaut. Und in Rio heißt die Farm Hacienda, aber sonst sind die Spitze. Was wir da machen, ist das nicht Betrug? Na, Betrug, was heißt Betrug? Guck doch mal, was ist denn das hier? Na ja, Moment, wenn ein Flugzeug nicht fliegt, ist das höhere Gewalt. Na ja. Na, und wenn man uns erwischt? Na ja, dann sagen wir leben von der höheren Gewalt, wa? Das klingt doch ganz fromm. Und dann lesen wir vor, was hier in dem Flugticket steht. Guck mal, ob da hinten drauf steht. Ja, ganz klar. Es können keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden, die durch Einwirkung von höherer Gewalt entstehen. Ja, und wenn das nur alle machen? Na ja, dann sind die Flugzeuge leer, die Restaurants voll und wir kriegen einen Orden von der Gastwirtsinnung.